prunkvolle Schlösser, weit verzweigte Stammbäume und eigene Benimmregeln. Warum zieht uns der aristokratische Lebensstil so sehr in unseren Bann? Wir tauchen heute ein in eine Welt zwischen Faszination und Fassade. Barbara Kalich, Talk um 4. Traumweltadel, ob das heute noch so ist, darüber spreche ich mit meinen Gästen. Herzlich willkommen. Christoph Winkler-Hermaden möchte Innovation auf traditionelle Art und Weise leben. Dabei ist ihm Nachhaltigkeit sehr wichtig. Wie ihm das als adeliger Winzer auf dem prunkvollen Schloss Kapfenstein in der Steiermark gelingt? Andreas Bardot wäre heute ein Graf und bewohnt das Märchenschloss Kornberg im steirischen Vulkanland, direkt an der Schlösserstraße. Erst kürzlich wurde er zum Honorarkonsul in Rumänien gekürt. Lisbeth Bischoff, sie gilt als die Adelsexpertin Österreichs. Sie weiß, wie es den Royals und Aristos heute geht und meint, der Adel fasziniert mich mehr denn je. Ganz anders sieht das Benedikt Anderer. Er ist der Sohn einer echten Gräfin und wuchs in einem Schloss in Italien auf. Er wurde, wie er selbst sagt, adelig erzogen. Johanna von Schaki wäre heute Baroness und wurde auf einer Burg groß. Sie sieht sich als moderne Adelige und weiß, wie man sich auf Empfängen und in der Gesellschaft benimmt. Darauf legt sie großen Wert. Und Elisabeth Kufstein ist die Ururenkelin von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Sissi und meint, es ist nicht immer ein Vorteil, adelig zu sein. Und wir Adeligen sind auch nur ganz normale Menschen. Und ganz normale Menschen begrüße ich eben heute in dieser Runde. Ich freue mich sehr, dass ihr Zeit gefunden habt, mit mir jetzt eine Stunde lang zu diskutieren und einzutauchen in die Traumwelt Adel, die ihr ja alle kennt und auch Lisbeth Bischoff, natürlich auch Expertin, diese Welt kennt. Ich würde gerne in der ersten Runde von euch wissen, die genaue Bezeichnung, wenn Österreich noch eine Monarchie wäre. Weil der Adel wurde ja 1919 abgeschafft. Christoph. Ja, hallo von meiner Seite mal. Meine genaue Bezeichnung wäre Christoph Winkler von Hermaden. Das ist quasi der Einstiegsadelstitel gewesen, der am Ende der Monarchie noch existiert. Und die Bezeichnung Graf, Baron, was wärst du? Nein, da gab es nichts. Es gab eventuell noch das Edler von, aber bei uns ist das Winkler von Hermaden eben. Okay, Andreas? Graf von Bardot. Es wäre Graf von Tolmin und Bilja, seitens meiner Mama. Und die Großmutter war eine? Saxe-Coburg. Das heißt, es ist schon so eine Verwandtschaft zu den zu Großbritannien, oder? Ja, genau. Ja? Genau, so ist es. Bist du dann irgendwie verwandt mit dem König Charles? Nein, würde ich nicht sagen, nicht direkt, nein. Okay, aber vielleicht über 1000. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Bei dir habe ich schon gesagt, liebe Johanna, genau. Du wärst Baroness. Genau, Baroness bin ich auch, also in Deutschland darf man ja den Titel noch führen, deswegen ja, Baroness, die Tochter vom Baron und von der Baronin. Und wie, Adelige haben ja oft viele Namen, also ja nicht nur einen. Also mein ganzer Name ist Johanna Christina Marie Freien von Schaki auf Schönfeld, also das ist mein, so steht es in meinem Ausweis. Braucht man schon den Zettel, gell? Ja, das stimmt. Und Elisabeth? Ja, Gräfin von Kufstein, ja. Und deine ganzen Namen, heißt du nur Elisabeth oder kommen da noch einige dazu? Nein, das sind noch einige Vornamen. Sag welche? Ja. Elisabeth Marie Immaculata Anastasia. Oft sind es ja, Andreas, du hast jetzt gar nicht gesagt, wie viele Namen hast du? Ja, sieben. Sag. André, Ernestus, Pius, Karl, Albert, Maria Theresia. Maria Theresia als der Nachkommenschaft. Halt. Das ist übrigens eine Besonderheit der Habsburger, dass Maria die immer an fünfter Stelle normalerweise auf die Männer stehen. Ja. Maria, Ehrerweisung an eben die Mutter Gottes. Das heißt, der Andreas ist auch irgendwie verwandt mit der Kaiserin Maria Theresia? Ja, unwillkürlich. Irgendwann mal kommt man dorthin. Wie weit zurück geht euer Stammbaum? Also der Bardot geht bis zum 13. Jahrhundert zurück. Mhm. Unsere Familie kommt ja aus Frankreich, hatten das Flößerregal, also das Recht, Flöße zu transportieren an der unteren Loire. Deswegen auch Maultier im Wappen. Und dann in der weiteren Folge, also wurden dann in Frankreich, haben sie die Nobilität erfahren und in der weiteren Folge dann
eben päpstliche Grafen, italienische Grafen und dann zuletzt österreichisch. Du bist ein lebendes Lexikon, also du kennst dich wirklich gut aus. Naja, man versucht. Also mein Steckenpferd war schon immer in meiner Kindheit, auch als 13-Jähriger. Gott sei Dank hatte ich eine Großmutter, die sehr viel gewusst hat und mir zwei Bücher geschrieben hat über die Familiengeschichte, Herrschaftsgeschichte und auch Zeitgeschichte. Und so habe ich natürlich vieles mitbekommen, was ich natürlich auch bei meinen Führungen mache im Schloss. Und natürlich weiß man auch, natürlich, wenn man so eine Stammtafel oder einen Stammbaum hat, woher man kommt, nicht? Das ist ja auch eine Verpflichtung dessen, wie man sich dann in der Gesellschaft auch dann benimmt bzw. sich einbringt. Und für mich ist auch der soziale Aspekt ein wichtiger. Da hast du jetzt schon vieles gesagt. Also Stammbaum ist das eine. Christoph, deinen Namen hätte ich noch gern gewusst. Das ist Christoph Georg Burkhard Winkler von Hermadenberg. Okay. Es ist so, man erkennt es, Benedikt, einander an Benehmen. Tatsächlich. Das stimmt, tatsächlich. Woran erkennt man Tischmanieren Adelige? Zum Beispiel, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, man sieht, also zum Beispiel, wenn ich einen Hellbogen unabsichtlich auf den Tisch lege, dann kommt schon meine Mutter mit, aufhören. Und ja, zum Beispiel, die Gabel geht zum Mund und der Mund nicht zur Gabel und solche Sachen. Ja. Also da wird genau geschaut, weil man natürlich, wenn man öfters eingeladen wird, man sollte sich auch benehmen können. Das heißt, gerade sitzen, Ellbogen nicht am Tisch, Gabel geht zum Mund. Was noch? Also was lernt man noch? Mit geschlossenem Mund zu essen. Ja. Eigentlich eh, was man als normaler Mensch wissen sollte. Ja? Aber bei uns ist halt noch ein bisschen strenger das Ganze. Und wie isst du, wenn du mal in einem Fast-Food-Restaurant bist? Natürlich immer mit Messer und Gabel. Nein, ganz normal, ganz normal, ganz normal, ganz normal. Aber schon auch? Schon gerade sitzen natürlich und ich versuche so wenig zu, so möglich zu, mich anzupatzen. Diese Benimmregeln, Christoph, ist dir seit beide, Benedikt und du, Vater von kleinen Kindern, also beide habt ihr, du hast zwei Töchter, Benedikt, ich glaube 3 Jahre. 3 und 1. 3 und 1. Dein ist ein bisschen kleiner, gell? 2,5 und 4 Wochen, ja. 4 Wochen, oh, mein Gott. Ja, noch ganz klein. Wann beginnt man mit den Benehmregeln? Ich bin ja noch nicht ganz sicher, aber ich schätze, bei der Größeren werden wir so in 1, 2 Jahren sicher starten. Also jetzt darf sie sich noch ein bisschen ausprobieren. Ja, es ist vielleicht jetzt noch nicht ganz sinnvoll. Noch mit den Händen essen und so, wie das halt so Kinder machen. Nein, das nicht. Na? Also wenn es geht, schon mit Gabel. Ja. Ist die Mutter der Kinder auch adelig? Nein, in dem Fall nicht. Ne? Und beim Benedikt? Auch nicht. Okay. Und Andreas? Auch nicht. Das ist lustig, ne? Weil ich habe so nachgedacht, Andreas, wenn jetzt zum Beispiel, also es ist ja auch in vielen Königshäusern, in europäischen Königshäusern so, dass die Bürgerlichen eingeheiratet haben, ob das jetzt ist Dänemark, Schweden, Spanien, die Niederlande, England. Monaco. Ja. Aber wenn jetzt das immer weitergehen würde, dann gäbe es ja irgendwann einmal eigentlich keine echten Adeligen mehr, ne? Es weicht sich auf. Es weicht sich auf. Wobei das, ich würde sagen, eine Blutauffrischung ganz gut tut. Mhm. Also meine Söhne haben sehr viel von ihrer Mutter gelernt, nämlich Konsequenz auch, nämlich gerade in der Schule. Mhm. Und sie haben beide wirklich eine sehr gute Berufsausbildung, wobei mir ganz wichtig war, dass sie einen Beruf ergreifen, der ihnen Freude macht. Weil heutzutage kannst du nur einen Beruf realisieren, wenn du wirklich Beruf und Berufung im Gleichgang eben da ist und nicht eben, weil man so ein Schloss hat, dieses zu übernehmen. Es ist viel besser, wenn er Notar wird und dann kann er das leichter erhalten. Da weiß ich eine sehr lustige Geschichte. Ich war eingeladen bei der dänischen Königin Margrethe zum Interview und wurde vorher eine Stunde lang vom Hofmarschall instruiert, was ich tun darf und was nicht. Eben, sie beendet das Interview, nicht ich. Ich darf mich nicht hinsetzen, bevor sie sitzt und vor allem, was ich nicht tun darf, ich darf ihr nicht die Hand reichen, wenn sie kommt. Und ja, das habe ich also mir zu Herzen genommen und dann, was ist passiert? Die Königin ist zur Türe hereingekommen, auf mich zugekommen, mit ausgestreckter Hand und ich habe nicht reagiert und sie hat, oje, hat der Hofmarschall sie zu sehr eingewiesen ins Hofprotokoll, also das war sehr lustig. Ja, aber theoretisch müsste man ja einen Knicks auch machen vor der das Königin. Das habe ich nicht, nein, das hat man mir nicht gesagt, dass ich das tun muss, da bin ich doch zu sehr bürgerlich, glaube ich. Ich glaube, das war tatsächlich so, als die die war, glaube ich, die niederländische Maxima schon Königin und die spanische Letizia noch nicht. Ja, musste sie oder
An Knicks musste sich knicksen, beziehungsweise Männer mussten sich verbeugen. Ja. Das machen wir eh noch immer. Ja, also das ist ein Standard. Wenn eine Frau Hallo sagen muss, dann muss man sie halt hinknicksen. Es war auch beim Begrüßen so. Also der Handkuss vom Andreas vorhin war perfekt. Nicht? Also das ist schon. Wann lernt man das? Schon als kleiner Bub? Ja, schon. Ja. Als kleiner Bub hat man das schon gelernt. Aber was sagen eigentlich die bürgerlichen Frauen zu diesen strengen Regeln? Sind die immer einverstanden? Nicht immer, aber man gewöhnt sich, würde ich sagen. Je höher der Adel ist und der Hochadel, je lockerer geht es dort zu, muss ich sagen. Nicht? Also das ist nicht so steif, wie man glaubt. Ja. Bei der Elisabeth ist es ja wieder so, das ist ja einfach. Du hast ja auch einen Adeligen geheiratet. Ja. Genau. Das heißt, du habt schon gewusst, wie, worauf ihr euch da einlasst eigentlich. Das war sehr einfach, ja. Weil Wie habt ihr euch kennengelernt? Bei Verwandten. Liebe auf den ersten Blick? Nein, gar nicht. Nicht einmal Sympathie? Nein, das hat schon eine Zeit lang gedauert. Weil es ist ja auch so, dass man nicht so leicht in aristokratische Kreise kommt. Benedikt, oder? Naja, wenn es zum Beispiel Geburtstage sind, Hochzeiten oder sonst was, da ist eine Einladung erforderlich. Ja. Auf alle Fälle. Ja. Also. Die ist ja auch so bei den Bürgerlichen erforderlich. Ja. Man kann ja auch nicht, wie heißen die, Hochzeitscrasher, glaube ich. Ne? Ja, genau. Das kommt nicht in Frage. Ja. Aber auch so wird man schwer Zugang finden, mitunter wahrscheinlich, wenn man nicht... Also wenn es zum Beispiel um Veranstaltungen geht, ist es so. Aber wir sind ganz normal. Also es ist nicht so, dass wir jetzt, wenn ein Bürgerlicher dasteht, dass wir nicht was anfangen. Ja? Nur halt bei Veranstaltungen. Mhm. Wichtige Events und so. Ist das ein Ring, den du da trägst? Ja, soweit ein Familien. Nicht. Ein Familie mit Familienwappen? Ja. Genau. Und was ist das für ein Wappen? Das sind drei Wildschweine. Weil das waren drei Brüder. Familie Porcarius, die Geschichte von der Familie Fomentini geht zurück bis zu ca. 700 Jahren. Und das Schloss Fomentini ist im Besitz der Familie Fomentini seit 500 Jahren. Also wir sind in San Floriano al Colle seit 500 Jahren. Es wurde das Schloss komplett zerstört im Ersten Weltkrieg. Wurde dann alles wieder aufgebaut von meinem Opa, der noch lebt. 95 Jahre alt und lebt noch. Ein Schloss bewirtschaften, das ist nicht immer einfach. Das ist, glaube ich, auch bei dir so, das ist beim Benedikt so, das ist bei der Elisabeth so, das ist letztendlich auch beim Christoph so. Aber inwiefern ist die Verantwortung wichtig, die ihr Adelige habt? Ja, wir haben schon eine gewisse Verantwortung, nicht nur zum Haus, auch für die Region. Nicht? Also deswegen habe ich ja auch mit meinem Vater und meinem Onkel auch eine Familienstiftung gemacht. Deswegen, damit das nicht irgendwie durch Erbteilungen auseinanderfällt. Und das war für mich ganz, ganz wichtig. Nicht? Mhm. Und wir haben alle auf unser Erbe verzichtet, damit das zusammenbleibt. Mhm. Und haben das nach liechtensteinischem Stiftungsrecht gemacht, weil der Vorteil des liechtensteinischen Stiftungsrechts ist, dass da eben im Bereich des Beirates die Familie etwas zu sagen hat und nicht vollkommen entmachtet ist. Also ich bin Geschäftsführer der Bad Oges GmbH und die betreibt eben dieses Schloss. Natürlich hat man nicht nur Verantwortung fürs Haus, sondern auch für die Region. Also wenn irgendwelche Streitigkeiten im Dorf sind, kommen halt viele auch zu mir und man ist so ein bisschen Friedensrichter. Oh mein Gott, Mediator. Mediator, wenn Sie es heute auf die heutige Zeit bringen wollen. Ja, natürlich. Also nein, es ist auch, man ist halt in dieser Region. Aber dann ist das auch eine angesehene Persönlichkeit, wenn man gefragt wird und schlicht muss. Ja, natürlich. Man bringt sich ja auch in der Gesellschaft ein, nicht? Und deswegen ist es ja vielfach vorgekommen, wenn irgendwelche Fragen sind, auch Nachbarschaftsstreitigkeiten oder was, dass man dann zu mir kommt und sagt, ja, bitteschön, wie siehst du das oder wie sehen Sie das? Und da versuche ich natürlich auch einzubringen. Sagt man, wie siehst du das, Herr Graf? Ist das so bezeichnet schon, oder? In meinem Gebiet schon, ja. Das bleibt einfach, gell? Kann man gar nicht. Ja. Der Herr Graf kommt, ich kenne das ja aus dem Südburgenland auch. Also ja, im Südburgenland ist das speziell. Das wissen vielleicht weniger der Zuseher, dass 1921 das Burgenland zu uns gekommen ist und das Adelprädikatsaufhebungsgesetz ja nicht übernommen worden ist.
Und das ist ja erst letztendlich durch eine Abgeordneten von den Grünen beantragt worden, vor 10 Jahren, dieses eben gleichzustellen. Nicht? Mhm. Und deswegen ist im Burgenland das absolut... Ja, da ist der Herr Graf, das ist bei uns so. Ja, genau. Du hast einen Film mitgebracht, lieber Andreas, ja? Vom Schloss. Das würde ich jetzt gerne zuspielen, damit Menschen noch wissen, wo du zu Hause bist. Ja, also das... Heutzutage macht man jetzt sehr vieles aus Drohnen. Bei den ersten Filmen war das noch der Hubschrauber. Aber heute kann ja jeder schon mit einer Drohne fahren. Und das ist unsere Vorderansicht. Da sieht man auch das Wappen von uns mit dem Maultier, weil ja die Familie eben das Flößerregal an der Loire hatte im 13. Jahrhundert. Das ist schon eine Aufgabe, so ein Schloss, oder? Ja, ja. Also es ist ja begonnen, schauen Sie, Erster, Zweiter Weltkrieg ist es ja so gewesen, dass da nicht sehr viel gemacht werden konnte. Ein Großteil des Vermögens auch verloren ging, bedingt durch die Kriegsanleihen und dann natürlich Hyperinflationen, Weltwirtschaftskrise und so weiter. Und erst meine Eltern haben begonnen, wieder damit das Haus zu öffnen. Jetzt haben wir auch eine Ausstellung, weil wir doch 150, in dem Fall 152 Jahre bei mir sind, auf Kornberg, die Familie eben über die Familie eben als Zeitreise durch die Geschichte. Der Punkt ist ja, dass sehr viele Schlossherren in Österreich und Schlossherrinnen ja das Gebäude quasi, also Schloss, Burg, was auch immer, öffnen müssen für alle. Das ist ja auch eine gewisse Einnahmequelle, oder? Naja, es ist sicher eine große Einnahmequelle. Also ich kann es ganz klar sagen, also unser Haus, das Schloss, Nebengebäude und der Meierhof, der kostet ungefähr 300.000 Euro pro Jahr. Die Hälfte kann man schon erwirtschaften. Der andere Teil muss eben von den Familien, sprich österreichischer Teil und spanischer Teil, beigesteuert werden. In der Zwischenzeit haben wir ja auch andere Einnahmenquellen durch unsere Landwirtschaften. Und ist es dann so, dass da auch der Herr Graf sozusagen Reiseleiter spielt oder Museumsführer spielt? Naja, Museumsführer im Besonderen, das mache ich auch gerne, weil natürlich ein ganz anderer Zugang ist für das Publikum. Und wir haben ja auch in meiner neu konzipierten Ausstellung, das halt ja kurzweilig sein soll, weil ich möchte auch die Jugend ansprechen, es gibt dann Filme nachgestellt, eben von der Hochzeit meiner Urgroßeltern in Rom im Petersdom und einiges mehr hin bis zur 3D-Brille, was natürlich am meisten geht und am meisten interessant ist auch für die Jugend. Ne? Weil die Elisabeth, auch bei euch, ihr habt ein Schloss im Waldviertel. Auch da finden natürlich Besuche, Führungen statt. Und da kann es durchaus sein, Elisabeth, hast du uns erzählt, dass am Wochenende, wenn ihr ausfällt, musst du ran und dann auch mitunter Putzarbeiten erledigen. Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist nicht immer, also die Führungen machen das nicht immer nur ein Muss. So, das macht man auch eigentlich ganz gerne, weil es ist auch ganz spannend, mit den Leuten in Kontakt zu kommen und zu erzählen. Und, genau. Ja. Und das ist aber schon auch eine Aufgabe, nicht? Naja, sicher. Ja. Es ist eine Aufgabe. So ein Riesenhaus ist halt jährliche Kosten, die ganz schön nicht so ganz leicht zu tragen sind. Ich meine, es sind zwar dicke Mauern, die schützen zwar, aber es ist mitunter wahrscheinlich auch kalt, oder im Winter? Also im Winter ist es sehr kalt, ja. Ja, weil bei uns, wir heizen nicht. Das Schloss wird einfach, im Winter ist es dann auch zu. Da geht es so weit, dass wir auch das Wasser auslassen und das geht dann in den Winter. Bei uns genau dasselbe. Weil wir sind auch in einer Gegend, wo kein Wintertourismus ist, weil es gibt keinen Schnee, es gibt keinen. Da rentiert sich es gar nicht, das offen zu halten. Johanna, wie war denn das bei euch auf der Burg? Ja. Also bei uns gibt es eine Heizung. Also wir heizen im Winter, es ist im Winter bewohnt. Genau, also da gibt es tatsächlich in jedem Raum einen Heizkörper, sogar auch im Flur. Und außerdem eben noch ein paar Räume mit einem Kamin. Also es ist eigentlich ganz gemütlich, aber natürlich werden nicht alle Räume beheizt, weil es gibt natürlich auch Räume, die eben nicht täglich benutzt werden. Ja. Sag, wie war das auf einer Burg groß zu werden? Und auch die Benimmregeln, oder wie wurdest du erzogen? Also ich würde sagen, meine Eltern haben schon auch immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass unsere Erziehung eben sehr gut ist und eben auch zu Themen wie Benimmregeln, aber auch wie man sich in der Gesellschaft gut, präsentiert. Und ich habe es immer sehr schön gefunden, auf einer Burg aufzuwachsen, beziehungsweise ich wohne ja da immer noch auch, weil man einfach
viele grüne Flächen hat. Wir haben ja viel draußen, während wir Kinder waren, draußen eben gespielt. Wir haben immer Haustiere gehabt und Pferde, Hunde, Katzen, alles Mögliche. Und gut, so wachsen ja auch viele Bürgerliche auf. Ja. Aber worin liegt der Unterschied? Ich würde mal sagen, wahrscheinlich an der Größe vom Haus. Das würde ich auch sagen. Ja. Natürlich auch, dass es alte Gemäuer sind. Es hat ja irrsinnig viel Geschichte auch. Und ist, jetzt lebst du in Wien. Wo? In einer Wohnung oder auch in... Genau, ich lebe hier in Wien in einem Apartment und ja, fühle mich auch sehr wohl. Da, also ich mag beide Seiten sozusagen irrsinnig gerne. Ich bin super gerne in der Stadt, zum Beispiel in Wien oder in München, aber ich bin auch super gerne bei uns am Land. Und es ist auch einfach super schön, wenn man hat so ein bisschen so zwei verschiedene Leben. Wenn ich am Land bin, dann gehe ich viel spazieren, bin viel in der Natur. Ja, und wie begrüßt man sich gegenseitig? Handkuss. Ja, also schon. Also ihr untereinander? Ja, schon. Mit Handkuss, ganz, ja. Ja. Ja, das ist eigentlich schon. Also zum Beispiel, mein Großvater habe ich auch mit einem Knicks begrüßt und dann gab es eine Umarmung. Also das war halt einfach so die Reihenfolge. Aber einfach um halt den Respekt auch zu zollen. Und er ist immer noch der Herr Baron gewesen und ja, das war ganz normal. Der Herr Baron lebt aber nicht mehr, der Großvater? Nein, der Großvater lebt nicht mehr. Wie ist das mit den Partnern? Also sollen die auch, jetzt beim Christoph, beim Benedikt, auch beim Andreas wissen wir, die Partnerinnen sind Bürgerliche, aber erwartet man dann schon ein Stück weit vielleicht auch einen Partner aus adeligen Kreisen? Also ich würde sagen, mein Vater fand das auf jeden Fall sehr schön, wenn seine Töchter, wir sind drei Mädchen, wenn die ja einen adeligen Mann hätten, sage ich mal. Aber ja, ich sage immer, wo die Liebe hinfällt, es ist einfach nur... Für mich wäre es einfach wirklich wichtig, dass, wie man aufgewachsen ist, ähnlich ist. Weil ich glaube, da gibt es einfach, ja, es ist einfach schön, wenn man einen Partner hat, der versteht, wie man selbst aufgewachsen ist und halt eben auch Traditionen respektiert und einfach auch das mitleben kann und nicht jemanden, der, den man halt von null auf erklären muss, worauf man einfach Wert legen sollte. Das heißt, gewisse Benimmregeln sollte er schon mitbringen, sonst wird es vielleicht unangenehm. Ja, wenn er sich dann bei Tisch daneben benimmt oder irgendwie die Etikette ständig. Schon, also das wäre auf jeden Fall schon wichtig. Weil ich kann mir vorstellen, Lisbeth, du hast ja viel recherchiert und Bücher auch geschrieben über die Adelshäuser, also Adel Insight zum Beispiel oder auch das vorletzte Buch, glaube ich, den Damen gewidmet, die quasi auch die Krone tragen werden. In vielen Königshäusern wird das ja so sein, Schweden, die Niederlande, Spanien. Aber wie ist es für die Bürgerlichen, die einheiraten? Ist das mitunter, glaubst du, tatsächlich schwierig? Wird man da zum Beispiel eine Kate in England, in Großbritannien? Also ich glaube, bei Kate, sie will jetzt ja Catherine genannt werden, ist das ein großer Unterschied, weil sie kommt aus einem sehr wohlhabenden Haus und hat eine sehr gute Erziehung genossen. Da ist es nicht so problematisch. Aber wenn ich zum Beispiel nach Spanien schaue, zur Letizia, die hatte schon sehr große Schwierigkeiten. Wir erinnern uns, bei der anlässlich ihrer Verlobung gab es eine Pressekonferenz und Letizia als Journalistin hat natürlich sehr viele Kollegen und Kolleginnen wiedererkannt und als Felipe, damals noch nicht König, eine Antwort gegeben hat und in Stocken geraten ist, hat sie weitergesprochen. Also das geht auf gar keinen Fall, dass man einem zukünftigen König in dem Fall ins Wort fällt. Der hat nie mehr gesprochen öffentlich, außer bei Wohltätigkeitsveranstaltungen. Wobei das spanische Hofzeremoniell natürlich sehr, sehr streng ist. Aber wir sehen ja auch, dass eine Charlene sich sehr schwer tut im Fürstentum Monaco, wobei sie mir verraten haben, dass sie alle Coaches haben, dass sie werden also gecoacht. Also das ist so schwer, wenn man dort nicht hineingeboren ist in so ein Haus. Wobei ich schon etwas sagen möchte, ich bin nicht immer ganz glücklich mit diesen Frauen, mit dieser Frauenrolle an den Königshäusern. Weil sie nichts zu sagen haben. Sie dürfen schön sein und sich der Wohltätigkeit widmen. Und sie müssen also immer hinter ihrem Mann stehen. Das beherrscht Catherine sehr gut. Aber da gibt es halt eben auch Schwierigkeiten, weil man eben als Frau keine Rolle spielt. Aber genau das ist ja das Interessante, dass die Menschen, die eben nicht Inside-Adel sind, also nicht leben in diesen Schlössern, wahnsinnig fasziniert sind. Was fasziniert uns so sehr an diesen ganzen
Adelshäusern, an der Aristokratie? Also ich kann es nur beantworten in puncto Seherzahlen, wenn wir royale Sendungen gemacht haben. Je schlimmer die Außenwelt war, also Kriege oder ich weiß nicht, Krisen, umso mehr oder umso größer war das Interesse an solchen Sendungen. Es ist ein Märchen. Eine Prinzessin, ein Prinz, ein König, auch wenn es hinter den Palastmauern kracht, aber wenn sie mit strahlenden Gesichtern auf dem Balkon stehen, winken in schönen Kleidern, das wirkt. Es wirkt. Ein Märchen. Ist das das, Johanna? Ja, also ich finde es schon auch. Also ich meine, ich stehe nicht auf der... Nein, aber ich stelle mir jetzt vor, man wird ja dir als kleines Kind ja auch Märchen erzählt haben von Prinz und Prinzessin. Dann wirst du dir vielleicht gedacht haben, ne, das bin ja ich. Nee, also ich würde nicht sagen, dass ich mich mit den Prinzessinnen aus dem Märchen verglichen habe. Das sieht die Elisabeth ja auch ein bisschen so. Du sagst ja, gut, okay, ich bin adelig geboren, ich habe einen Titel, aber eigentlich bist du gar nichts... Also stolz. Wir haben eine tolle Kindheit gehabt. Ich bin nicht auf einem Schloss aufgewachsen, sondern auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in einem Haus. Mhm. Es war auch groß, das Haus, das schon. Also zu Hause war alles wunderbar, aber wo man schon gelitten oder was einen geärgert hat immer wieder, wenn man in der Schule war, du bist eine Prinzessin, warum hast du keine Krone an? Warum hast du kein weißes Kleid? Man wurde immer so ins Eck gestellt. Und immer in diese Kategorie. Und das ärgert einen als Kind schon sehr. Das kann ich nachvollziehen mit der Schule. Und das ist auch, das spüren auch unsere Kinder, haben das noch, auch noch. Du kommst ja vom Schloss, warum habt ihr keinen Butler? Warum kommst du daher wie wir alle? So ungefähr, es wird immer so von vornherein. Oder auch die Lehrer. Ne? Ja. Du bist eh Sohn von Frumentini. Ne? Ja. Du glaubst, es ist alles so und so und eigentlich nein, aber... Ja. Das ist so Mobbing. Das kann man so nennen. Ja. Fast. Ja. Mhm. Ja. Hat das Johanna auch erlebt? Ja, habe ich auch erlebt. Dann war es eben so, dass man tatsächlich vom Klassenzimmerfenster von der Grundschule auf unser Zuhause schauen konnte, also auf die Burg. Und man hat schon auch gemerkt, dass das einfach immer ein Thema war, weil das einfach so in Sichtweite auch war. Und tatsächlich war das so, dass das nicht von den Schülern kam, sondern von den Lehrern. Also die Lehrer haben uns so ein bisschen aufgezogen, beziehungsweise immer genau hingeschaut. Immer ein bisschen so, ein Neid ist dabei. Genau, ein bisschen ein Neid ist schon dabei. Ja. Also auch strenger benotet? Oder? Ja, ich würde schon sagen, ja, absolut. Mhm. Ja. Und dann eben schon, wie wir es gerade schon besprochen hatten, war es einfach wirklich auch dieses, du bist doch die Tochter von oder du musst doch gar nicht dich großartig bemühen oder du brauchst doch keine tollen Noten haben oder so, weil dir wird doch eh alles in den Schoß gelegt. Also das hatte ich. Und die wissen das nicht, dass wir genauso, wenn nicht sogar mehr arbeiten müssen, weil wir ja das Ganze erhalten müssen. Und es ist eine riesengroße Verantwortung auch gegenüber unseren Ahnen. Ja? Weil die haben zum Beispiel bei uns 500 Jahren das Ganze so erhalten und jetzt kriegen mal wir, ja, jetzt müssen wir das Ganze wieder. Und die glauben, das fällt alles vom Himmel. Also wenn zum Beispiel jetzt jemand, wie im Fall von Elisabeth, ihr habt fünf Kinder, ein Bub. Ja. Genau. Der wird es übernehmen. Die Firma sozusagen. Aber wir haben ein großes Glück mit unseren Kindern, weil das haben die untereinander ausgemacht. Weil die Mädchen haben gefunden, sie wollen sich das nicht antun. Es ist eine Bürde. Und vor allem, es ist, ja. Die haben einfach von klein auf mitgekriegt, was es heißt, eben so ein Riesenschloss mit einem zu kleinem Betrieb zu erhalten, was das für eine wahnsinnige Arbeit ist. Um zu wissen, wovon du da sprichst, können wir auch ein bisschen schauen. Du hast uns einen kleinen Film mitgebracht. Ich bitte dich auch dazu, gerne was zu sagen. Ja. Das ist das Schloss? Das ist Schloss Greilenstein, wo wir eben zu Hause sind und was wir versuchen eben zu erhalten. Unser momentanes Hauptprojekt ist das Dach. Wir sind inzwischen zur Hälfte mit dem Dach renoviert, fertig, aber es ist noch ein großer Weg. Ja. Das waren in der Barockzeit sind eben die Gärten großzügig umgestaltet worden.
Schön. Ja, Wahnsinn. Also wunderschön. Aber ich habe auch gesehen im Film die Folterkammer. Das ist weniger schön, ne? Also es ist keine Folterkammer, sonst Verlies, aber es ist trotzdem nicht sehr schön. Ein Verlies. Hat man da... Verlies und Gefängnis, ja. Ja, genau. Also denkt man da, hat man da Schuldgefühle? Wer weiß, was da passiert ist? Also Schuldgefühle finde ich nicht, weil ich habe, warum soll ich mich schuldig fühlen für etwas, was du nicht getan hast? Was ich nicht getan habe. Ich bin für mein eigenes Leben verantwortlich und ich muss nicht die Schuld da ahnen, weil dann würden wir uns alle, ich meine, wir wissen von unseren Ahnen, was sie gemacht haben und dazu muss man auch sagen, es waren nicht alle, die nur Schlechtes gemacht haben, aber deswegen muss ich mich nicht schuldig fühlen. Ja. Ein Stück weit, Andreas, weiß man ja schon von Leibeigenen. Also auch das ist die Seite der Adeligen. Ja, zurückzukommen einmal auf die Folterkammer. Es war vor 1848, war die Gerichtsbarkeit bei den Schlössern, wo es die hohe Gerichtsbarkeit gab. In Greinstadt war, glaube ich, die hohe Gerichtsbarkeit, was ja einzigartig dort ist bei Ihnen. Nämlich, dass ein wirklich eingerichtetes Gerichts mehr oder weniger Anklage oder Klageraum dort ist, mit allen Büchern und allem drum und dran. Zum anderen darf man auch nicht vergessen, vor 1948 war auch das Bezirksgericht noch nicht da. Also es war auch die administrative Geschichte bei den Schlössern angesiedelt. Diese Schlösser hatten auch diese Funktionen. Nicht? Jetzt zur Leibeigenschaft zurückzukommen. Ich meine, ursprünglich, wenn man jetzt zurückschaut in der Geschichte, waren das ja Lehen. Und für dieses Lehen haben die ja eine Gegenleistung gebracht, nicht? Und es war, was man dann unter Anführungszeichen dann unter die Robotleistung auch dann sieht, oder auch der Lehen war der 10. Teil eigentlich, der abgegeben werden musste. Erst viel später eben war es dann so, ab 1848, dass eben auch die Bauern eben kaufen konnten, nicht? Das heißt, es ist... In Wirklichkeit muss man dann nicht so das schlechte Gewissen haben, weil das war halt einfach Ordnung Die Geschichte ist halt einmal so. Genau. Und wenn wir nicht den Klerus gehabt hätten in der Form, mit den Ausschweifungen, hätten wir nicht diese prachtvollen Stifte und so weiter. Und die waren ja eigentlich, wenn man ganz ehrlich sagt, von Bayern, haben sie uns erst entwickelt, weil da war nur Wald, nicht? Deswegen haben wir Baumschlag und sonstige Namen. Und das wurde ja von Bayern alles letztendlich kultiviert, nicht? Und auch von den Schlössern her, wenn die nicht diesen Grundbesitz hätten, diese Schlösser nicht bauen können. Also alles zu seiner Zeit, muss ich sagen. Nicht? Und das ist ein gutes Stichwort für den Christoph, alles zu seiner Zeit. Weil das, was du heute machst, wäre vielleicht vor 100 Jahren gar nicht so möglich gewesen. Zum einen hast du uns auch viele Fotos mitgebracht, die wir jetzt einblenden. Und du bist so lieb und beschreibst auch bitte, was das ist. Ja, das ist jetzt Schloss Kapfenstein in der Südoststeiermark. Sieht man jetzt von der nördlichen Seite her, das ist jetzt nicht die ganz typische Ansicht, ist 1065 das erste Mal genannt worden, also aus dem 11. Jahrhundert und wurde damals eigentlich als Wehrburg gegen den Südosten errichtet. Heute sehen wir es eher als Schloss, also wir machen darin auch Gastronomie, Hotellerie, wir haben 16 kleine Zimmer. Meine Schwester führt das Hotel und Restaurant und man kann auch schön heiraten, also das ist auch schön. Mit eigener Kapelle, fast schon Kirche, gell? Genau, ja. Die Kirche haben wir getauscht gegen die Kapelle vor einiger Zeit. Und man sieht auch da schon ein bisschen den Wein im Bild. Wein ist für uns ein ganz großes Thema. Wir bewirtschaften ein 37 Hektar großes Weingut, machen so zwischen 160 und 200.000 Flaschen im Jahr. Und das ist für uns natürlich auch ganz wichtig. Wir sehen auch die Rolle dass wir das Ganze erhalten wollen, das heißt das Schloss, aber auch das Weingut. Und deswegen ist für uns Nachhaltigkeit auch ein ganz großes Thema. Seit 2009 bewirtschaftet man die gesamte Fläche biologisch-organisch, haben aber auch mit unseren Tochterfirmen auch schon die Ideen, dass man natürlich hauptsächlich Bioprodukte und regionale Lebensmittel und regionale Rohstoffe zu fairen Konditionen verarbeitet. Weil du hast nämlich tatsächlich Mikrobiologie studiert und du hast ein Düngemittel entwickelt. Da fehlt dir nur noch die Finanzierung? Die Grundidee dafür war eigentlich, dass wir biologisch abbaubare Kunststoffe machen wollten, die man aus CO2 und Wasserstoff herstellen kann. Ne? Ja. Nach der Zeit hat sich ergeben, dass das natürlich etwas ein großer Schritt ist, so einen Kunststoff zu machen, der doch sehr wenig kosten soll, damit er auch wirklich breit zum Einsatz kommt.
Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, machen wir einen Zwischenschritt, machen eine Düngemittelschiene hoch, wo man mit Mikroorganismen, das heißt in dem Fall Rhizobien, Stickstoff aus der Luft fixieren und der Pflanze zur Verfügung stellen. Dadurch können Landwirte, die das anwenden, bis zu 30% mehr Ertrag ernten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, naja, Finanzierung wäre nicht uninteressant, vielleicht schaut da wer zu, dass ihr denkt, hörst, das ist ein junger, sympathischer, sozial nachhaltig denkender Unternehmer. Ist so. Ja, genau. Ja, wir sind tatsächlich auch am Legen, dass wir das Kunststoffthema wieder aufgreifen und dann macht es natürlich durchaus Sinn, das auch. Genau. Gemeinsam mit jemandem dann. Das ist aber schon spannend, Partner zu starten. Lisbeth, dass die Adeligen in Österreich, viele sind ja auch eben in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft. Also bei den Habsburgern musste schon jeder ein Handwerker lernen. Das war Pflicht. Mhm. Also das war. Also, ja, das ging nicht anders. Und natürlich sind sie ja viel in der Landwirtschaft tätig, weil sie natürlich auch große Güter haben. Das schließt natürlich, das reiht sich aneinander. Aber ich habe sehr viel arbeitende Adelige auch kennengelernt. Ja. Natürlich, das ist ja, ich habe einmal eine Schlossserie gemacht von Schlössern in Österreich. Und wir haben dann später gelacht, weil eigentlich der Tenor war, die Heizkosten sind hoch und das Dachdecken kostet sehr viel. Also da haben sehr viele, nicht nur der Kies ächzt, wenn man zum Schloss geht, auch manche Geldtasche ächzt da. Also das ist schon eine, das habe ich auch erlebt in den Interviews, dass das eine Belastung ist. Das ist nicht immer nur schön anzuschauen, natürlich nicht. Also denkt sich die Elisabeth manchmal, Mensch, wenn ich nur eine kleine, schöne Wohnung hätte und nicht. Ja, also eine Wohnung hätte ich nicht. Ich lebe schon sehr gern am Land. Schau, also ein kleines Haus mit Garten, das würde mir schon. Also es ist so, wie die Elisabeth sagt, schon eine Belastung. Es ist eine Belastung, ja. Und in Wirklichkeit ist es Arbeit jeden Tag. Aber ja. Barbara, das ist ja auch so, dass die Adeligen, wenn sie Landwirtschaft betreiben, ja auch Arbeitgeber sind. Ja. Das ist ja ein nicht zu unterschätzender Faktor. Die sind ja drum, auch wenn du sagst, du bist anerkannt in deiner Region, ja natürlich, weil du natürlich auch für Arbeitsplätze sorgst. Das ist naja, alle, auch alle. Ja, alle. Und weil du gesagt hast zuerst, Lisbeth, naja, die Frauen, das gefällt dir nicht so, das Bild der Frauen, sie sind halt alle irgendwie schön anzuschauen, aber haben nicht so viel zu sagen, das ist schon ein Stück weit so ein bisschen goldener Käfig? Ja, auf jeden Fall. So empfinde ich natürlich und auch, was bei den Interviews auch herausgekommen ist. Ich meine, eine Charlene, die Fürstin Charlene von Monaco hat gesagt, sie kann natürlich keinen Schritt aus dem Palast machen. Ist ja klar, da stehen davor die Touristen, sie muss immer weg. Es wird jeder Schritt und Tritt beobachtet. Also das ist kein leichtes Leben, weil wenn man so in der Öffentlichkeit steht. Und aber viele Menschen denken sich vielleicht, es ist so sorgenfrei. Die haben keine finanziellen Sorgen, die machen sich keine Gedanken über Energie. Wir haben sogar mehr finanzielle Sorgen als alle anderen. Aber ich möchte vielleicht zur Rolle der Frau etwas sagen. Es ist natürlich, ich meine, eine Charlene oder eine Letizia oder Catherine, die sind natürlich in einem unglaublichen Korsett. Also das ist nicht für alle Adeligen. Ja, das stimmt. Was aber ist, ich meine, man ist vielleicht in der Öffentlichkeit, hält man sich zurück, aber zu Hause ist absolut Gleichberechtigung. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen dem Hochadel und dem Landadel oder auch dem normalen Adel, weil letztendlich die Damen im Adel haben ja auch andere Funktionen, auch mein, ob das im Gemeinderat ist, ob das beim Pfarrgemeinderat ist oder da oder dort und sich natürlich auch in der Gemeinde sozial einbringen. Also ich glaube, da ist es schon eigentlich das Stand gleich und ich würde sogar sagen, in den Familien haben die Damen mehr im zu sagen zu Hause. Aber das ist auch wieder ein gutes Stichwort, lieber Andreas, das soziale Engagement. Ihr seid ja auch in Rumänien tätig, habt dort Ländereien. Ja. Und? Ja, meine Schwiegertochter ist dafür zuständig. Genau. Wir haben eine Stiftung, eine Sozialstiftung. Und das hat sie ins Leben gerufen. Wir geben 100 Kindern Mittagstisch, beziehungsweise auch die ganzen Sanitäreinrichtungen, was in den Ortschaften ja nicht so da ist und haben 4 Lehrer beschäftigt, die am Nachmittagsunterricht auch betreuen. Und das ist von ihr auch organisiert. Und das sehen wir auch als Verpflichtung, auch wenn wir in diesen Dörfern auch dort
dominant so dort tätig sind. Ein bisschen, wenn man gibt, gell, so ein bisschen geben, nehmen. Also, dass ja, nein, ich meine, es ist halt die soziale Verantwortung, ja, die man auch zu. Da merkt man, dass der Herr wirklich adelig im Herzen ist. Genau das wie bist man du sein auch, sollte. Ich versuche es. Mhm. Also adelig im Herzen bedeutet, dass man sozusagen auch gibt. Ist das das? Mehr gibt, als was man nimmt. Ja, ja. Nein, nein, das ist. Wir haben ja eine Sonderstellung, nicht? Und aus dieser Sonderstellung haben wir ja auch eine dementsprechende Verpflichtung, sich uns einzubringen bei sozial Schwächeren. Das ist eine ganz klare Erziehung, die ich genossen habe. Elisabeth, der Titel, der einem von Geburt an gegeben ist, dass man jetzt Gräfin, Baronin ist, ja gut, dafür kann man nichts, ne? Aber wenn man studiert, wo du sagst, also solche Titel sind für dich fast ein bisschen spannender zu sehen. Finde ich, einen Titel zu erben, dafür habe ich ja jetzt nichts gemacht. Wenn jemand einen Titel durch seine eigene Leistung, sei es jetzt geistig oder bringt, dann kann er wirklich stolz sein drauf, auf einen ererbten Titel. Da habe ich vielleicht eine Verantwortung, dass ich den Vorfahren sozusagen keine Schande mache. Aber ich muss nicht stolz sein auf etwas, was jemand anderer. Ich kann stolz sein für die anderen, aber das bringt mir selber nichts. Wie stehen die Adeligen zu neuen Themen, Andreas, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz oder auch das Gender-Thema, Homosexualität, all diese, oder künstliche Befruchtung zum Beispiel, Themen, die... Ja, ich meine, die letzten zwei Themen, absolut, da bin ich dafür, keine Frage. Zur künstlichen Intelligenz, würde ich sagen, muss man ein bisschen vorsichtig sein, nicht? Was einem da heute alles präsentiert wird, das ist ja dann irgendwo schon gefährlich, nicht? Weil viele glauben das ja dann. Also das Gendern ist sehr schwierig für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil muss ich immer nachdenken, wie, wo, was. Aber ich sage halt der Höflichkeit halber, mein, ist das die gnädige Frau oder wie auch immer. Und mein, das würde ich sagen, das ist eher etwas, ja, mein, ist ein Vorteil, wenn ich die Dame so nenne, beziehungsweise muss ich ja alle, mein, man muss ja auch negativ sehen, sind jetzt alle innen und keine Männer mehr? Und du schaust mich an, nein. Ist nicht nein, so, nein. Nein, aber meinst, Sie sind die Letzte, die das so sehen. Also man muss halt jetzt schon sehr aufpassen, nicht? Um eben diese Normen, die man gelernt hat, auch irgendwie durchsetzen zu können. Nicht irgendwie ins falsche Licht zu kommen. Ja. Wie siehst du das? Mit Gendern oder? Mit allem, mit allem. Diese ganzen neuen Begriffe, weil Adler steht sehr für Tradition. Ja, also ich stehe schon auf die Tradition und ich finde, dass es, ja, also es ist ein schwieriges Thema und jeder soll machen, was er will und kennst sein. Kennst du homosexuelle Adelige? Nein. Nicht, dass sie sich geoutet hätten. Das ist jetzt ein wichtiges Stichwort. Nicht, dass sie sich geoutet hätten. Also, obwohl, wenn ich jetzt nachdenke, schon. Schon einen. Ja, schon einen. Und der ist sogar bi. Der ist nicht mehr, der ist bi. Und offen, also der redet offen darüber und der ist eigentlich ein super Kerl. Super. Wieso nett. Ist das schwierig vielleicht in euren Kreisen, sich zu outen? Naja, weil eben, wie du vorher gesagt hast, es geht um Tradition. Und das passt nicht zusammen mit der Tradition. Johanna, siehst du das auch so? Ja, also ist natürlich schon so, dass es schön ist, wenn alles traditionell ist. Und wir haben ja vorhin über die Märchengeschichten erzählt, der Prinz und die Prinzessin. Und es gibt, ja, ich glaube, man wächst einfach so mit diesem Familienbild auf. Deswegen, ja. Aber prinzipiell würde ich sagen, ja, jeder soll machen, was er sowieso. Was er möchte. Das ist, glaube ich, auch die jungen Menschen und die jungen Adeligen sehen das vielleicht auch ein bisschen anders. Aber gerade, weil die Elisabeth Bischof vorher gesagt hat, naja, die Rolle der Frauen findet sie nicht so gut. Du bist jetzt erfolgreich im Marketing tätig und deine Karriere ist dir wichtig. Also, aber irgendwann werden vielleicht auch diese traditionellen Bedürfnisse kommen, wie Familie, Kinder. Wie würdest du denn das handhaben? Dann doch zu Hause bleiben, weil
das halt so war über Jahrhunderte, Jahrtausende? Ja, ist eigentlich eine ganz gute Frage. Und zwar, ich habe tatsächlich einen Beruf gewählt mit meinem Marketingunternehmen, wo ich viel auch von zu Hause aus arbeiten kann. Und deswegen auch diese ganzen traditionellen Themen wie Familie und auch zu Hause sein und so weiter gut vereinen kann. Also ich kann sozusagen beides aus beiden Welten haben, was wahnsinnig schön ist, was mich auch total erfüllt und glücklich macht, weil ich bin gerne tagsüber die Businessfrau, sage ich mal, aber ich bin auch gerne zu Hause und mit der Familie und ja. Und jetzt quasi als erfolgreiche Frau, wie siehst du das Gendern? Also, dass man bewusst auch sagt, Schülerinnen und Schüler oder auch beim Schreiben eben das Innen anhängt. Ist ein ganz schwieriges Thema, weil ich mich eigentlich, wenn zum Beispiel jemand sagt Patient, fühle ich mich auch angesprochen. Also ich fühle mich als Patient zum Beispiel auch, ich brauche jetzt nicht als Patientin bezeichnet werden, also das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber ich bin auch bei ganz vielen Gruppen dabei, wo halt Unternehmerinnen untereinander sich eben also stärken und eben auch solche Themen besprechen. Und da geht es eben schon tatsächlich darum, dass sie alle gesagt haben, sie würden das gerne haben, dass dies gegendert wird, weil sie sich oft nicht angesprochen fühlen. Deswegen, ja. Christoph, wie siehst du das? Du hast, ich bin mit dem, das Gender ist ja aufgekommen, wie wir auf der Uni, wie ich auf der Uni noch sehr aktiv war und da war das dann ganz normal, dass wir das halt mit eingeführt haben, also aus den wissenschaftlichen Arbeiten, zumindest im Deutschen, waren dann schon auch immer gegendert. Und auch Forschungsanträge gendere ich normal, aber im normalen Sprachgebrauch. Man hat früher ja auch gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, man hat mit zwei Geschlechter angesprochen und jetzt mit der Vielzahl an Geschlechtern, die gerade aktuell dazukommen, wird es halt immer ein bisschen schwieriger, muss man sagen. Okay. Aber es wird sich schon, wir werden da schon reinwachsen. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, ist ja, dass zum einen beim Gender wird es ja oft auf die Sprache reduziert. Aber worum es aber eigentlich drauf ankommt, ist ja die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Und ich glaube, das ist etwas, was auch in der Runde sicher immer ein Thema ist, dass man versucht, sowohl Tochter oder Sohn auch so beide zu unterstützen, dass sie das volle Potenzial ausschöpfen können. Und auch beide, wer auch immer das übernehmen will, in meinem Fall. Ist das auch so bei euch in den einzelnen adeligen Familien, dass es sowas wie ein Oberhaupt gibt, männlich oder weiblich? Sehr wohl. Der Opa. Also, der Opa, nicht die Oma. Die Oma gibt es nicht mehr leider, aber er war schon immer der Opa. Okay. War schon immer der Opa. Das ist der Chef, sozusagen. Das ist der Chef, noch immer. Ja? Also, mit 95. Andreas, wahrscheinlich bei euch. Es gibt einen Familienchef eigentlich nicht. Ein Familienchef und auch bei den hochadeligen Familien, ob das dann eure Familie sind, auch von der Familie Bayern, da gibt es den obersten Chef, nicht? Und der ist ja dann der Chef von allen Zweigen auch, nicht? Okay. Das ist der Familienchef. Und entschuldige, es kann eine Chefin auch sein oder ist es meistens der Chef? Also ich kenne nur Chefs. Ich auch. Weil die Königin Elisabeth zum Beispiel die war die Chefin. Ja, ja, die war die Chefin. Aber ich habe das nur auf Deutschland oder Österreich eigentlich heruntergebrochen. Ja, ja. Und das wird ja anders, weil jetzt sehr viele Mädchen in den Königshäusern geboren wurden. Ja, das ist ja dann da was anderes. Da hat man das Thronfolgegeschlecht geändert, damit sie eben Regentinnen werden können. Ja, ja. Also es wird sich die Waage halten in Zukunft für der nächsten Generation. Genau. Weil du gesagt hast, Andreas, zuerst, also du bist oft Mediator für die Menschen, also so ein bisschen schlichter, wenn es zu Problemen gibt. Und auch dann in der Familie wahrscheinlich. Ja, auch natürlich, natürlich. Aber das ist Elisabeth wahrscheinlich nicht schlecht, wenn einer dann das letzte Wort hat, oder? Ja, das letzte Wort ist die Frage, aber nein, man versucht halt zu schlichten, ob man drauf hält. Und auch nicht das letzte Wort und dann Dankeschön. Ja, ich glaube, es gibt schon Unterschiede, wie du vorhin auch gesagt hast, zwischen Hochadel und also dem arbeitenden Adel. Ja, ja. Das ist natürlich anders, aber das natürlich, wenn ich wiederum an die Letizia denke, da ist auch noch eine Schwiegermutter da, die das Sagen hat. Also das ist schon nicht so einfach, dass man da, wer das letzte Wort hat, das ist nicht so ganz einfach, stelle ich mir vor. Also auch im britischen Königshaus. Es ist natürlich die nordischen Königshäuser wie Niederlande, Belgien oder Schweden sind ja moderner. Das ist ja anders als wie in England. Aber trotzdem ist es repräsentieren, ist es Etikette, ist es quasi, dass man sich auch zu benehmen weiß. Aber das ist wichtig, weil das hat auch mit unseren Vorfahren zu tun. Also das ist eine Verantwortung. Johanna, könntest du dir ein Leben vorstellen, so wie Herzogin Catherine?
Wäre das ein Leben für dich? Vielleicht schon. Vielleicht schon. Ja. Ich kann es mir schon vorstellen. Ja. Ja. Würdest auch gut reinpassen. Ja, genau. Danke. Ja, du hättest ja den Harry schnappen müssen. Ja. Der wäre so im Alter. Nein, Entschuldigung. Was denn? Das ist kein Mann für die Johanna. Nein, das ist kein Mann. Ich tut mir leid, ja, also, aber das weiß aber die Johanna selbst. Mhm, mhm. Ja. Aber dann gibt es jetzt keinen mehr, ne? Andrew, na gut. Also, ja. Nein, es gibt aber jetzt. Mit der nächsten Generation. Warte mal, gibt es irgendeinen Prinzen in deinem Alter? Nein, gell? Ich würde mal sagen, wenn man sich ganz Europa anschaut, dann bestimmt. Aber wenn man sich jetzt, ja. Deutschland gibt es schon einige. Naja, aber jetzt die Königshäuser wie Schweden. Oder Regierende nicht. Nein, die habe ich alle verheiratet. Ja. Während meiner Zeit, die sind alle verheiratet. Die sind alle verheiratet. Ja, ja. Ja, auf Scheidung waren. Ja, ja, genau. Ich bedanke mich sehr, dass ihr Zeit gefunden habt. Es war wie immer spannend, mit euch zu reden. Lisbeth, dein aktuelles Buch, da hast du so ein bisschen einen Rückblick gemacht. 50 Jahre. 50 Jahre. 50 Jahre. Wo du dich in die Glitzerwelt der Society des Adels herumgetrieben hast und Interviews gemacht hast. Aber Rückblick. Ich habe sehr, sehr, sehr interessante Erfahrungen gemacht. Und ich komme aus einer Familie, einer Lehrersfamilie, wo Geschichte und Deutsch alle unterrichtet haben, bin in Geschichte aufgewachsen. Mhm. Und es war für mich sehr lehrreich, dass ich auch diese Menschen, von denen ich immer gehört habe, auch Geschichtliches mitbekommen habe. Es hat mich einfach interessiert, nicht nur der Hochadel, ob sie schöne Kleider tragen, sondern eben die Geschichte hinter diesen Familien. Aber dass diese Welt des Adels, der Aristokratie uns so fasziniert, das hat schon ein bisschen, wie du gesagt hast, mit den Märchen zu tun, mit denen wir groß geworden sind. Ja, das glaube ich schon, dass das damit auch zu tun hat, eben diese Glitzerwelt, diese Scheinwelt. Und viele können sich gar nicht vorstellen, wie es eben hinter dem Palastmauern noch zugeht, dass man eben auch anpacken muss. Und ich verstehe darum auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich in so ein Königshaus hineinheirate oder ein Fürstenhaus, dass man dann überrascht ist, was einem dort erwartet. Weil es sind doch jetzt nochmals die Letizia, die eine gebildete Frau ist, die muss doch gewusst haben, wie es dort im Königshaus zugeht. Oder das weiß man doch, wenn man sich auch für eine Firma, für eine Stelle bewirbt, weiß man doch, wohin man da kommt. Und das verstehe ich nicht ganz, dass man glaubt, ja, es ist nur eine finanzielle Absicherung. Ja, aber so einfach ist es heute nicht. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Die Glitzerwelt der Aristokraten wird uns immer faszinieren. Wie wir heute erfahren haben, ist es mitunter natürlich auch manchmal eine Bürde, das Erbe anzunehmen. Aber schließlich hat wahrscheinlich jeder von uns eine Herausforderung im Leben. Und das ist auch in der Traumwelt Adel vermutlich so. Danke fürs Zuschauen. Servus. Sie führen ein außergewöhnliches Leben, von dem Sie mir unbedingt erzählen wollen? Dann rufen Sie uns doch an. Meine Redaktion ist immer für Sie da.